Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enigmatica. Ja, wahrscheinlich knapp eine Woche oder so ist es her. Ich schaffe es in letzter Zeit leider nicht so viele Videos zu machen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Zumindest bei den Streams versuche ich das einigermaßen zeitlich hinzubekommen. Ja, ich habe mir das mal angeschaut mit der Spell Turret. Und zwar braucht die Redstone, aber es gibt keine vernünftige Clock hier. Ich könnte natürlich ewig kompliziert eine aus Redstone bauen, aber es ist dann der Aufwand nicht wert. Es gibt nämlich eine Timer Turret. Und wenn man die mit einer Clock, mit einer normalen Vanilla Clock hier verbindet, dann kann man einstellen, in welchen Intervallen die schießen soll. Das Problem ist nur, dass man dafür einen Enchanting-Apparatus braucht und dafür braucht man natürlich Orichalcum. Das heißt, das ist was für auch das nächste Zeitalter wieder. Bis dahin läuft das eher so. Aber könnte schlimmer sein. So. Genau. Glasflaschen waren unser Hauptbottleneck, wenn ich mich erinnere. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir irgendeine Möglichkeit haben, Glas ein bisschen effizienter herzustellen. Nee, ist, ja gut, Material Stonework Factory, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht erst gucken, ne? Ja. Das dachte ich mir. Und an Bottles kommt man vermutlich auch nicht leichter. Wow. Okay. Ich will nur Glass Bottles, sonst nichts. Ah ne, okay, man bekommt hier einen einfach mal leerer raus. Aber zum Craften. Okay, ich verstehe. Keine Ahnung, was Default Recipe heißt. Das bedeutet für uns, wir müssen definitiv mehr Sand organisieren. Ich glaube, ich habe für Sand mal hier mit so einer Sandfarm angefangen. Da stellt sich mir aber die Frage, ob das wirklich so effizient ist, hier den Sand rauszukratzen. Das war nämlich ein ganz schöner Aufwand. Und wenn ich mir das vorstelle für so ein paar Sachen. Aber hier ist halt Schnee. Die Grundfrage ist ja, ist das hier Sand? Könnt mal schauen. Gibt es hier keine bessere Lösung für. So, auch die Rüstung können wir ja erst im nächsten Zeitalter machen. Im Moment sind wir also hart auf den Grind angewiesen. Was ein bisschen belastend ist. Aber hilft ja nichts. Oh, ich bin schon viel zu weit. Ich will ja. Ne, warte mal. Hier, Hydra. Ich wollte nur gucken, ob das hier eine Sandbank ist. Ist es. Das ist gut. Für mich. Nicht für die Sandbank. So, die Schaufel ist gleich hinüber. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Aber immer ein bisschen was bekommen wir noch. Also den einen Layer machen wir noch weg. Okay, das bedeutet, wir können hier an den Stellen hier Sand abbauen.
Das hier sind ja die Sümpfe, das ist extrem nervig, den Sand abzubauen, aber hier so ein größerer Patch geht vielleicht auch noch. Dann kommen wir zumindest so an den Sand, den wir brauchen. So. Gut, dann einmal neue Schaufel, please. Haben wir wieder ganz eine billige. Und packen da eine Random-Verzauberung drauf. Unbreaking 2. Das ist doch gut. So, das Zeug hier kommt in den Ofen. Geht das in Blast Furnace? Nee, ne? Aber wenn man Blast Furnace Ironwood, das ist gut. Ist hier das. Okay, das ist durch. Verballert der hier jetzt das Source aus dem Tank? Ja, ne? Unter anderem. Wie war denn das? Ich glaube, das musste hier rein, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was wird denn da draus? Charged. Zertus Quarz Crystal. Ah, dieser Ton ist so angenehm. Yay. Nicht. Ah, Prismarine Crystals. True. Werden da ja leider nichts. Aber apropos Crystals, was sagt denn hier? Das hatten wir schon, aber diese. Ch oh yeah. Das gefällt mir sehr gut. Good job, Junge. Und wo ist der andere? Du auch. Good job. Also das funktioniert. Hier sind wir schon bei einer sehr guten Automatisierung. Das ist schon ein bisschen OP. Die restliche Automatisierung ist da deutlich schwieriger. Wobei, wir wollen ja die Dinger hier automatisieren, ne? Die Lingering Potions. Wir können die automatisieren. Ohne ihn hier. Und zwar mit Wixies könnten wir das automatisieren. Die Frage ist, ob es den Aufwand wert ist. Wir brauchen ja tonnenweise davon und das brauchen wir halt nur für diesen einen. Naja, das ist den Aufwand nicht wert, dafür jetzt extra gefühlt 20 Wixies ranzubringen. Unbreaking 5, Nature's Blessing 3. Habe ich davon noch eine? Weil die ist ja gleich durch. Ich glaube, das wäre jetzt nicht die beste Idee. Das jetzt zu ruinieren, wenn wir da nicht noch eine hätten. Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann farmen wir mal das hier ab. Nicht wirklich ein Tool, das man sinnvoll damit nutzen kann. Steht ja auch nur Tool, ne? Bauen wir es so ab. Eine Axt hätte ich jetzt vielleicht erwartet. Aber nope. So, 48. Das ist nicht schlecht. Nether Ward.
Die Dinger. Glowstone. Und den Dragon's Breath Fake. Okay, damit hätten wir einen Stack. Nehmen wir mal einen halben Stack hier raus. So, ich habe das Zeug hier reingepackt, ne? So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wasser. So, es werden jetzt 8 Tränke wieder. Ich denke, es wäre sinnvoll, vielleicht noch einen zweiten Cauldron zu organisieren. Ja. Das heißt, ein Campfire, ein Cauldron. Kommen wir alles hin. Ist hier, meine ich, aus Tin gewesen? Nee, aus Kupfer. Naja, klar, Kupferkessler gibt's hin. So. Ich hatte hier. Warum habe ich denn hier schon einen gehabt? Blö. Okay, aber damit haben wir einen und dann ein Campfire. Dann sind wir nochmal deutlich schneller. 3 Logs, Kohle, 3 Sticks. 3 Logs. 3 Sticks. Und Kohle. Charcoal. Campfire. Blub. So, das da. Das da. Für irgendwas habe ich den hier, glaube ich, noch gebraucht. Ich glaube, es ist nicht komplett sinnlos, dass ich den rein gemacht habe. Okay, der ist noch nicht durch. So. Wie sieht's hier aus? Hier wird fleißig hergestellt. Aber das scheint seinen Weg nach hier drinnen noch nicht zu finden. Warum? Ist die Erde krumm? Weil der hier noch nicht. Okay. Genau, das Problem war, glaube ich, dass das Ding immer leer war. Es wäre schön, wenn man so ein Threshold einstellen könnte. Wo ist die Autostep-Schuhe? Okay, der ist noch gelinkt. So, der Spaß geht hier rein. Und damit läuft dann das hier wahrscheinlich um einiges schneller. Falls der sich hier bedient. Es sieht aber gerade nicht danach aus, oder? Und scheint sich eher hier zu bedienen. Kann ich das direkt linken auch?
Offenbar, ja. Okay, so ist es natürlich schneller dann. Ich kann eigentlich schon mal alles hier reinmachen. Hat das irgendeinen Nachteil? Ich glaube nicht. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? So. Was sagt die Aura? Aura sagt easygoing. Oh. Kann es sein, dass der Hopper hier unten voll ist? Jo. Ausnahmsweise mal ein schönes Problem. So, dann machen wir uns eine Kiste für das Zeug. Ja, Gunpowder sind wir jetzt dann direkt schon am Problem angelangt, ne? Wir haben kein Gunpowder mehr. Da müssen wir dringend was machen. Sulfur und Nitar. Boomshroom Spores. Ja, okay, aber das ist jetzt auch nicht die Lösung, ne? Oder? Boom, Shroom. Was kann ich denn? Also es braucht eine Menge Gunpowder. Was kann ich denn damit sonst noch so machen? Mit den Boom Shrooms. Das ist jetzt Aas? Ne, wenn, dann müsste ich bei Natura reinschauen. Ich denke mal, dass das hier sein wird. Oder von welcher... Ach nee, von Thermal. Nee, dann ist es wahrscheinlich keine Pflanze, auf der Bone Meal wächst. Nicht Bone Meal, sondern Gunpowder. Das ist ein größeres Problem, als ich erwartet hätte, tatsächlich. Sulfur. Nita. Bliss Mode. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, um da dran zu kommen, oder? Sandstone, ja, schon eher, aber... Ich meine, ich bin schon noch im Early Game. Da wird es doch eine Early Game Variante geben, oder nicht? Kann man das vielleicht farmen? Kann man es bei der Hydra farmen? So, erstmal abfüllen. Ja, sind die richtigen. Und it's gone. Okay.
Schauen wir mal. Ja, so fliegt sich natürlich am besten. Einfach gedrückt halten. Aber es braucht so viel Mana. Das ist Tin Ore. Kohle, Apatit, Gold, was ist das hier? Ah ne, das ist Tin, Kohle. Okay, Glowstone ist hier. Oh, chill. Glowstone bekommt man so. Wir können ja noch nicht in den Nether. Dementsprechend muss das ja eine Lösung dafür geben. So, bin ich froh, wenn wir das alles automatisiert haben. Ich hoffe sehr, dass man ab Stage 2 dann wirklich auch vernünftig automatisieren kann. Ich gehe mal davon aus, aktuell wollen sie uns einfach nur quälen, damit wir dann später die Automatisierung mehr zu schätzen wissen. Würde ich auch so machen. So, kann ich so ein Ding hier abbauen? Jo, okay. So, es wäre interessant, ob jetzt... Junge. Habe ich mich erschrocken, ob hier unterirdisch in diesem Biom es ein bisschen anderen Stuff gibt. Wobei ich zu Gold nicht Nein sagen würde. Hin. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Gold brauchen, aber ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. Oh! Bossmob? Also Apotheosis hat wirklich interessante Mobs. Plus 5 Armor, plus 5. Magic minus 8. Protection 3. Boah, ich weiß nicht, ob das besser ist. Plus 4 Max Health. Plus 2. Maybe ist der besser. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ich bin aber hundertprozentig sicher, dass ich hier looten kann. So, und dann wäre schon mal Gunpowder, eine Disc, okay. Gut, Essen. Ist nicht so das Problem. Das packe ich hier in Backpack. Meine wertvolle Sachen kann ich da auch reinpacken, ne, aber... Okay, so eine Rope vielleicht noch. Ja gut, und das Ding da auf jeden Fall. So, Gunpowder, das da, eine Music Disc. Ein Ancient Tom, aber Piercing, das braucht kein Mensch. Ein Backpack, Familiar Ring. Bist jetzt mein Freund?
Und der gibt mir Night Vision. Bleibt der bei mir, auch wenn ich den jetzt nicht selber beschworen habe? Was ist das? Demon's Dream Seeds, da haben wir alles. Aber ich will mich jetzt ungern mit dem anlegen, ne? Ich weiß nicht, ob der was drauf hat. Ich meine, es sieht ja auf den ersten Blick nicht danach aus, als gäbe es hier andere Sachen. Aber irgendwie reizt es mich schon. Elliot the Summoning. Fire Resistance für unendlich, bisschen Glowing und 64 Herzen. Boah, ich bin so schlecht im Kämpfen. Der killt mich noch. Boah, er scheint ein richtig schlechter Gegner zu sein. Jetzt fragt ihr euch, woher will ich wissen, dass das ein richtig schlechter Gegner ist? Ganz einfach. Ich habe auch nur ansatzweise eine Schnitte gegen ihn. Oh Gott, da ist ein Spawner gewesen. Ein Kampf ohne Essen ist ziemlich dumm, ne? Okay. Keine Ahnung, ob der noch da ist. Den Spawner hier lasse ich einfach in Ruhe. Den Spawner hier auch. Was ist mit ihm denn jetzt? Warum ist denn hier ein zweiter? Apotheosis-Mod, der scheinbar keine Fire Resistance hat. Junge, Junge, Junge. Okay. Ich glaube, er ist tot, ne? Bin so schlecht. Also ich habe ihn schon halb runter. Alter, wie schnell ist der? Oh, ich hasse ja schnelle Mobs, ne? Ich meine, super viel Schaden und super bulky, aber langsam ist mir tausendmal lieber als nicht viel Schaden, nicht bulky, aber schnell. Gleich hat er es hinter sich. Junge, Junge, Junge. Ich habe keine Ahnung, ob der Bogen was taugt. Armor Shard. Wahrscheinlich war das jetzt wieder nur Müll. Apotheosis. Das ist Lapis, oder? Ja. Gut, bisschen Redstone. Brauchen wir es safe noch? So. Ah ja, hier ist das. Ne, hier ist ein. Oh, hier ist ein Dungeon. Gut, dass ich richtig gut vorbereitet bin für ein Dungeon. Ah, wobei das Schild. Werden mir jetzt 1000 Leute auch schreiben. Wäre eine gute Sache. Oh, ein Wixi-Shard. Das ist gut. Ein goldener Apfel ist gut. Bisschen Redstone. Ja, wobei es.
Smite. Naja. Noch ein Backpack. Boah, wie inflationär wird hier mit Backpacks rumgeworfen. Mana Regeneration. Irgendeine Music Disc, Bones, Tomatenseeds, keine Ahnung, ob wir die brauchen. Ach, das war's schon wieder? Nee, das ist der Eingang wahrscheinlich, oder? Oder der Ausgang? Okay, hier hinter ist nichts. Hier drunter ist auch nichts. Also wenn überhaupt, ist das also da drüber. So, letzte Torch. Also die Torch ist auch mal ein bisschen doof. Weil ihr genauso wenig seht wie ich. Okay, hat es noch geschafft, mich zu vergiften. Gerade so. Arctic Hood. Ich habe auch nur Müll gedroppt. Ja, okay. Scheinbar ist das einfach nur einzeln Raum. Wild. Für Gunpowder haben wir jetzt insgesamt 10. Das ist alles, was ich gelootet habe. Belastend. Ja, gehen wir mal wieder raus hier. So. Ja, ansonsten sieht es mit Sulfur und Co. gar nicht mal so gut aus. Naja, immerhin 10 Gunpowder konnten wir looten. Das ist ja gar nicht mal so viel. Ja gut, und 2 Backpacks. Wofür auch immer. Oh, so viel Müll, ne? Darauf erstmal Hamburger. Habe jetzt gar keine Lust, das auszusortieren. Höchstens mein Inventar im jetzigen Zustand mal kurz. So. Technik. Dirt. Kohle. Okay. Glowstone aber ein bisschen was geholt. Ich
Hatte ich das eigentlich abgezählt? Wie viel man braucht, oder habe ich einfach reingelegt? Ah, nee. Jetzt sind wir noch gar nicht fertig. Boah, fast einen großen Fehler begangen. So, Glowstone. Gunpowder. Und Breath of Twilight. So, einmal aufmachen. Und hier rein den Quatsch. So, 4 Stacks. Davon brauchen wir 5 Stacks, ne? Also wir sind eigentlich gar nicht so weit entfernt. Acht, neun, zehn. Sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Jetzt hier noch drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh, ich habe hier irgendwo Mist gebaut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, man kann Lingering Potions auch da reinkippen, das ist gut. Das ist nur Recovery und nicht Recovery 2. Hier fehlt der Glowstone. War ein Glück, dass man das beliebig mischen und walten kann. Recovery 2, 45 Sekunden. Das ist es jetzt aber, ne? Ja. Fail. So, dann rein mit dem Spaß. So, wie viel kommt aus einer raus? 3, ne? Das heißt, wenn ich es richtig gemacht habe, müssten jetzt dann gleich 60 von den Dingern da drin sein. Und ich müsste mir mal eine Axt machen. 60, perfekt. Dann packen wir das hier rein. Dann schreibe ich hier hin. Nur noch 50 Tränke werden gebraucht. Und hier. Können wir uns das hier rausnehmen. Den Stack noch hier rein. So, wie sieht die Produktion aus? Das ist echt eine schlechte Lösung. Ja, hier gehört Sugarcane rein. Ich mach das mal ganz schnell noch mit rein. Beziehungsweise Sugar. Okay, es reicht gerade noch.
Das Problem ist, wenn den Wixies die das Mana ausgeht oder die Source, dann machen die auch nichts mehr und dann ist die ganze Kette stehen geblieben. Da müssen wir uns mal eine vernünftige Lösung mit mehreren Tanks oder so überlegen. Sonst wird das nichts. Gut, der bimst hier wahrscheinlich noch durch. Ne, macht er nicht, okay. Schon fertig. Ah ja, schon fertig. So, wie viel fehlt noch? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, weniger als ein Stack. Das dauert jetzt alles wieder ein bisschen. Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Checken wir nochmal schnell diese Chart hier. Also wir brauchen das für dieses Ritual. Für den Baum des Lebens. Da ist hier das teuerste. So, Sea Lantern. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Stacks haben wir bald. Block of Steel Leaf. Ja, werden wir sehen. Ja, Fertilizer müssen wir auch noch gucken, ne? Da habe ich mich bisher ein bisschen vorgedrückt. Dann diese Mode of Renewal. Das ist das Nervigste, würde ich sagen. Da sind wir ganz gut dabei. Und die Primordial Pearl. Ja, da brauchen wir halt diese ganzen Familiar. Das da haben wir schon. Weiß ich gar nicht, ob wir nicht einen OP-Goldapfel auch haben. Ansonsten kriegen wir es, glaube ich, auch hin. Das ist ein bisschen nervig, aber das ist okay nervig. Das ist halt schwer. Das hier ist einfach nur ekelhafter Grind. Das ist ekelhafter Grind und das ist ekelhafter Grind. Und das ist ekelhafter Grind. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, das war es soweit mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Stream. Macht es gut. Bis dann. Ciao.